Und ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Unboxing bzw. Snacktest hier auf meinem Kanal. Ich habe einfach nur ultra Bock drauf heute auf ein neues, ja, Let's Play. Nicht Let's Play, statt nämlich ein, ja, ein Snacktest Unboxing. Da habe ich echt heute Bock drauf und ich hoffe auch, ihr habt darauf Bock. Ja, ich bin jetzt noch einen Tag genau hier im Urlaub leben und dachte mir, es muss mir was Besonderes geben, bevor ich hier weggehe vom Urlaub. Ich werde euch jetzt nicht an euren Gedanken ablesen können, was ich jetzt hier alles zu bieten habe. Ey, das ist echt ultra krass. Ich weiß, ich übertreibe ein bisschen, aber ich habe heute wirklich vor, das Eis zu testen hier. Ist echt krass. Ich hoffe, ihr habt auch darauf Bock, mir jetzt dabei zuzusehen. Es geht los. Das ist heute nämlich Kinderjoy-Eiscreme. Wie krass da aus. Ey, ich kriege bestimmt ganz viele Kommentare und sagen, die sagen bestimmt, ja, ich sei ein Glückspilz oder so, aber ich habe das gefunden in Deutschland. Das gibt es nicht immer in Deutschland, das gibt es nämlich in manchen Tankstellen. Ich habe das jetzt hier bei uns im Urlaub auf einer Tankstelle gefunden. In einer Tankstelle gefunden, meine ich. Entschuldigung. Und es ist halt auch Eis. Kinderjoy-Eis halt. Und da habe ich echt Bock drauf. Mit Überraschung. Drauf. Mit Überraschung. Also wird echt geil sein. Und da wird auch so aussehen. Genau wie da. Ich habe das Packaging für 2,60 € bezahlt. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen teuer. 2,60 €. Aber ich habe mir gedacht, komm. Das gibt es eher selten. Und da habe ich mir gedacht, das kaufe ich mir mal. Weil es halt sehr selten ist. Dass es was gibt. In Deutschland. Und vielleicht kommst du auch einmal richtig mal in Deutschland rein, dann hat man das schon. Wie gesagt, ich habe in der Tankstelle gekauft, das Eis. Das ist echt geil. Das ist echt geiles Eis. Ich habe sogar auch bei Unobar gesehen, aber das bei Unobar bin ich so angesprochen wie das Kinderjoy-Eis, deswegen. Let's go. Ich bin übrigens kein Kinderjoy-Eis. Ich habe auch kein Kinderjoy-Eis gegessen, aber das Kinder bei Uno-Eis, das mochte ich überhaupt nicht. Also ich bin kein Fan von Kinder bei Uno-Eis und auch nicht von diesem Sandwich und auch nicht von diesem Stick. Also das Kinder. Das Kinderjoy oder das Kinder-Eis-Stick, das war okay, aber die anderen Eissorten von Kindern nicht. Meiner Meinung nach. Ja, ich muss es eben so aufmachen, weil ich halt meine Beine damit brauchte. Und hier ist halt das überraschende Eis drin oder auch nicht. Hier ist das Eis drin und da ist die Überraschung drin, genau. Genau. Hier Eis drin und da ist halt Überraschung drin, genau. Überraschung machen wir am späteren Teil des Videos, würde ich sagen. Genau, so machen wir es, ihr Lieben. Wir machen mal auf, ihr Lieben. Ich habe echt Bock drauf auf das Eis gerade. Ich weiß, es schmilzt ein bisschen. Ich habe es nämlich auch so spät reingetan, leider. Als ich es halt gekauft habe, leider. Weil ich muss noch viel Auto fahren, deswegen, sorry. Aber es sieht geil, wenn es schlecht aus, ihr Lieben, oder? Nee, eigentlich nicht. Lecker. Jetzt kriege ich der Karamell nach irgendeiner anderen Sorte. Ich probiere mal. Es gibt kein Eis, oder? Doch, es gibt auch so eine Löffel als Eis. Sehr gut. Ich habe mich gerade schon gefragt, gibt es einen Eisbecher? Ein Eislöffel meine ich, Entschuldigung. Ja, es gibt's ja. Doch dann gibt es einen Löffel fürs Eis. Egal, ich probiere mal, Lieben. Ich probiere mal. Let's go. Okay, lecker. Okay, aufgepasst. Lecker. Also ich merke ein bisschen nach Karamell, habe ich das Gefühl, irgendwie so ein bisschen. Ja. Echt köstlich, also es schmeckt echt gut. Hätte ich nie gedacht, ihr Lieben. Lecker, geil. Entschuldigung. Ja, ist okay. So. Probieren wir zum dritten Mal. Oh Gott. Toll. Okay. Gut. Köstlich. Ja. Also jetzt gibt meine Bewertung vom Eis schon mal. Das Eis ist wirklich lecker. Ich liebe das Eis so sehr. Also schmeckt echt gut nach Karamell. Schmeckt gut nach so leckerem Sahnegeschmack. Also, Und Schokolade ist aber auch nicht drin. Ich hätte die darüber so lecker ist aus. Ich hätte die darüber so lecker aussieht und auch nicht so lecker ist, weil ich fand das Kino-Eis ja nicht so gut, ihr Lieben. Habe ich noch nicht getestet, aber. Also habe ich schon getestet, aber ohne euch halt, ne? Aber ist egal. Hier ist jetzt das Spielzeug drin, dass ich immer schön fallen werde und dass ich auch mal schön fallen werde. Hier ist ein Kinder-Bino Nachfolger, nämlich Kinder-Joy-Eis ist viel besser als Kinder-Bino. Das ist meine Meinung zumindest. Das ist meine Meinung, ja.
Hier ist, wie gesagt, diese Spielzeuggarantie auch drin. Außerdem ist das eigentlich auch echt geil. Plus Spielzeug auch noch. Ich raste aus, Alter. Ich werde es leider nicht zusammenbauen mit euch zusammen, weil es auch viel zu lange dauert und dann schmilzt das Eis auch noch. Ich muss da ja auch jetzt weggehen, ihr Lieben, aber hier sieht man halt vier verschiedene Teile, ihr Lieben. Ich weiß, euch ärgert es ein bisschen bestimmt, weil ich gerade einfach sage, ja, ich baue es einfach ohne euch auf. Aber es wird, glaube ich, so aussehen wie auf dem Papier. Ja, cool gemacht. Ja, also verpackungsmäßig ist echt geil gemacht. Genau, oh cool. Hier ist ein Junge, der. Ach, der hat dann so einen Ball. Cool, okay. Das werde ich dann auf jeden Fall auch zusammen bauen, wenn ich zu Hause bin. Oder auch wenn ich. Ja, wenn ich halt fertig bin. Vielen Dank für das Geschenk, meine lieben Kinderjoy-Freunde. Ihr habt echt ein gutes Eis entwickelt bei meiner Nacht.